Ja. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Guten Tag. Es geht sich um Folgendes. Ja. Und zwar habe ich bei Ihnen einen Gummi gekauft. Ja, so war das. Rund, quadratisch, rechteckig oder Plattenmaterial oder Schaumgummi. So ganz normales Gummiband. Ja. Wir haben 3 Kühe. Ja. So, jetzt habe ich der einen Kuh das Gummiband eingesetzt. Ja. Als Magenschlinge, weil die so viel frisst. So, jetzt frisst sie aber gar nichts mehr. Ja, das kann aber nicht. Was war das dann? War das ein Schlauch oder war das so ein richtiges, so Expanderschnur? Expanderschnur. Mhm. Dann bin ich quasi in die Kuh rein, ja. Hab der das Gummiband um den Magen gelegt, damit die nicht mehr so viel Gras frisst. Jetzt ist die Frage, können Sie mal eben rauskommen? Nee, sowas machen wir da nicht. Da muss ein Tierarzt ran. Warum? Ja, wenn jetzt, das genau, wenn ich jetzt irgendwie einen Hund habe oder eine Katze und mache damit Experimente und kriege nachher irgendwas, weil ich eine Katze reingedeutet habe, nicht mehr raus, da muss ich aber doch einen Tierarzt kommen. Ja, wir sind ja da reingekommen. Wo rein? In die Kuh. Ja, von hinten. Ja, einfach so durch den After mit der Schlinge da rein und dann den Magen zugebunden. Richtig, also ich nehme... Ja, wieso frisst der? Der kann ja nichts mehr fressen. Weißt du, das Hungergefühl ist ja nicht mehr da. Außerdem hat der ja 7 Mägen. Ja, ich bin einfach rein. Aha, da haben wir schon. Ich habe das Gefühl, dass das der Magen ist. Ja, so einfach geht das nicht. Ja, aber was war das? War das dann ein Gummiband oder eine Gummischnur? Richtig. Und dann auseinandergezogen, dann rennen und dann losgelassen. Patsch. Genau. Tja, das ist aber... Ja, das vielleicht kommen Sie mal rein, dass Sie sich das mal angucken. Boah, für solche Sachen sind wir natürlich nicht ausgebildet, ne? Wer? Wir. Ach so. Meistens sagen die, ich brauche so Jümmchen, war für die Butterdose zuzumachen, ne? Aber Experiment, dass die Kuh den Magen zuwinden, das habe ich aber noch nicht erlebt. Also. Ja, passen Sie auf, soll ich denn rausgehen aus der Kuh? Sind Sie dann immer noch drin? Ja, mit meinem Arm. Ja, ich wollte das jetzt mal machen, ganz höch raus. Pass doch mal kurz, ich geh mal kurz raus. Ach ja. Bah. Das hört sich auch gut an. So. Aber hören Sie, sonst können Sie nicht da vielleicht den Jummi irgendwie wieder erwischen, dass Sie den Jummi wieder rausziehen. Ach so? Ja. Da bleiben Sie mal dran. Ja, das müsste doch gehen. Das ist doch... So, jetzt bin ich wieder drin. Ja, und den Gummi können Sie nicht packen. Ist das jetzt der Gummi, weil ich da in der Hand habe, oder nicht? Ja, nicht, dass Sie den Darm erwischen. Warten Sie mal. Ich ziehe dem armen Tier den Darm aus. Nee, nichts zu machen, ne? Das war kein Gummi. Dann lassen Sie es lieber. Wie soll ich ja wieder reinmachen? Sollen Sie alles wieder reinpacken und dann rufen Sie den Tierarzt an. Moment. Ja, nicht, dass da noch mehr passiert. So, also. Ich habe alles wieder reingemacht, dann gehe ich jetzt einfach raus, ohne was rauszunehmen. Lassen alles, wie es ist, und dann sagen Sie, weiß ich, da auf der Hauptstelle den Tierarzt. Ja. Aber der wird so bestimmt ausschimpfen, dass Sie da der Kuh da von hinten dann Jummi reingeschoben haben. Oder? Das ist aber nicht das Wahre, ne? Haben Sie vielen Dank. Bitte, Chris. Tschüss. Aber wir wollen zum Tierarzt, lassen Sie nicht hängen. Ja. Tschüss.